Erste Landeshauptfrau in Niederösterreich, Forstalm setzt auf Botschafter, Geburtstagsromi für Ursula Strauß. Ich darf Sie wie immer ganz herzlich begrüßen zu M4 aktuell. Ein historischer Moment. Niederösterreich hat seine erste Landeshauptfrau. Johanna Mikl-Leitner wurde vom Niederösterreichischen Landtag mit 52 von 56 Stimmen in ihr neues Amt gewählt. Ihr Ziel sei es, dass Niederösterreich nicht nur das größte Bundesland ist, sondern auch das schnellste Bundesland wird und setzt damit auf die Schwerpunkte Arbeit und Wirtschaft, Mobilität, Wissenschaft und Forschung, ländlicher Raum und Kultur. Es soll dabei um schnelle Entscheidungen gehen, insbesondere dann, wenn es um die Anliegen der Menschen geht. Über 50 Botschafter werden in den nächsten Wochen für die Crowdfunding-Kampagne des Skigebiets Forsteralm im Einsatz sein. Bis 1. Juli sollen durch die neue Online-Finanzierungsform die Eigenmittel für eine moderne Beschneiungsanlage aufgebraucht werden. Dank eines regionalen Schulterschlusses war es gelungen, im Herbst 2016 den Fortbestand des Familienskigebiets Forsteralm vorerst zu sichern. Gemeinden des Ibstals und Ennstals übernahmen die Infrastruktur, der operative Betrieb liegt in den Händen der Forsteralm Betriebsgesellschaft. Die erste Saison verlief dank eines schneereichen Winters sehr erfolgreich. Derzeit sind in Niederösterreich über 2700 E-Autos zugelassen, davon rund 170 im Bezirk Amstetten. Niederösterreich stellt damit über ein Fünftel aller neu angemeldeten Fahrzeuge. Über 700 Ladepunkte, privat und öffentlich, davon insgesamt 54 im Bezirk Amstetten, beweisen einen vorbildlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zukünftig wird das Bezahlen und Tanken durch die Vernetzung von 1300 öffentlichen Ladepunkten österreichweit mit einer Karte bzw. einer App noch einfacher. Die Romi wurde wieder vergeben, und zwar fiel sie in die Hände der Pöchlanerin Ursula Strauß. Sie wurde bei der 28. Verleihung des österreichischen Film- und Fernsehpreises als beliebteste Schauspielerin in der Kategorie Film ausgezeichnet. Es ist ihre insgesamt vierte Trophäe, die die Niederösterreicherin genau an ihrem Geburtstag überreicht bekommen hat. Das waren Sie, die aktuellen Nachrichten von M4. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm. Danke und auf Wiedersehen.